Heute ist der 13.07.2016. Ich war gerade mal wieder bei GMX, kann das halt nicht wie gewohnt abfilmen, weil ihr ja wisst, dass ich kein DSL-Internet habe. Da muss man dann neben solchen absoluten Schwachsinnsbeiträgen, die für GMX absoluter Standard sind, wie dass irgendwie die Ehefrau von Schweinsteiger bei der Heirat mit Absicht auf dessen Fuß tritt, weil das so Tradition wäre. Oh mein Gott. Muss man dann lesen, dass mal wieder die Polizei jemanden erschossen hat. Bedeutet, da waren zwei Polizeibeamte wohl als Amtshilfe tätig. Die sind zu einem Seniorenheim gegangen und da war das schon behördlich angeordnet worden, dass da ein Heimbewohner wohl in eine andere Fachklinik oder so kommt. So oder so ähnlich. Und die sollten das halt begleiten, weil der. Diese Polizisten sollen das begleiten, weil dieser Heimbewohner wohl als instabil galt oder ähnliches, wie sich dann auch herausstellen sollte. Naja, jedenfalls war dann halt so, der Heimbewohner griff dann einen Polizisten unmittelbar mit einem Messer an, hat den wohl auch getroffen, aber jetzt wohl nicht so schwer, leicht bis mittel. Daraufhin hat der Polizeikollege, die Waffe gezückt und den tödlich verletzt und erschossen. Nun war man ja nicht live dabei, das geht ja auch nicht, oder sonst wie dabei, kennt die Hintergründe nicht und das ist wohl auch noch frisch. Da gibt es dann wohl noch in Kürze weitere Informationen, wie das bei GMX stand. Ja, Leute, ich meine, sicher wird da die Staatsanwaltschaft jetzt wieder standardmäßig ermitteln erstmal, das muss sie ja, und dann sehr wahrscheinlich das Verfahren einstellen und sagen, der Polizist hat korrekt gehandelt. Ah ja. Aber wenn da zum Beispiel das Maigold oder irgendein anderer Standardtyp machen würde, das hier im Hintergrund ist übrigens mein dreckiger Vermieter, der an der Garage klopft der was, also ist man nicht an meiner Wohnung. Um die Uhrzeit würde der das eh nicht machen, auch nicht mitten in der Woche. Er klopft halt an seiner Garage, macht da irgendwas am Dach. Ja, dann wäre es so, dann würde man gucken, ja, und sagen, naja, du musstest den ja nicht töten, aber wenn ein Polizist den tötet. Ich meine, ja, mag ja sein, dass da so ein kranker Typ einen Polizisten angegriffen hat, auch mit einem Messer und den irgendwo verletzt hat, ja, wo auch immer. Aber muss man dann als Kollege, wenn man seine Dienstwaffe zieht, den tödlich verletzen? Ja, kann man den nicht erstmal ins Bein schießen? Das reicht doch vollkommen zu, das langt doch. Weil wenn man jemanden mit einer Pistole ins Bein schießt, da wird er erstmal nicht so weit viel Gras sehen. Ja, da gibt es auch Leute, die mit Drogen oder so vollgepumpt sind, die stehen da wieder auf und sagen, ja, wir Wichser, was wollt ihr von mir? Und kommen dann wieder drauf auf den los und wenn die dann immer noch bewaffnet sind mit dem Messer und das vielleicht vor allem nach vorne gerichtet auf den Polizisten zeigen, ja, dann kann man den schon mal einen Kopfschuss verpassen oder was weiß ich, oder ins Herz schießen. Ja, aber mir geht es um die Neutralität, um die Logik, um die Gerechtigkeit im Sinne von normalen Bürgern und von Polizei. Und ich sehe da jetzt hier erstmal nach den eher doch schwachen Informationen, die bei GMX zur Zeit vorliegen, weil das ist wahrscheinlich, wie gesagt, noch frisch, da kommt dann noch mehr. Erstmal nicht die Notwendigkeit, dass der Heimbewohner da tatsächlich erschossen worden ist. Das ist zwar besser so, weil offensichtlich war der total Matsch im Kopf. Und somit hat man der Gewalt eigentlich einen Gefallen getan, aber vom rein rechtlichen sehe ich das nicht. Ja, er hat einen Polizisten angegriffen und einen Polizisten steht erstmal nicht, naja gut, offiziell schon, über normale Menschen, klar, wegen hoheitlichen Handeln und so weiter und Autoritätspersonen, aber auch ein Polizist darf nicht einfach mal jemanden so erschießen, auch nicht zur Gefahrenabwehr. Ja, also auch nicht unter Beachtung von Paragraph 32 bis 34 StGB, weil einen Menschen zu töten, auch in Notwehr darf man ja grundsätzlich und da kann man auch freigesprochen werden. Das ist klar. Ja. Das ist aber nur dann der Fall und darf nur dann erfolgen. Also man darf einen Menschen nur dann in Notwehr töten, wenn es definitiv nicht anders ging, wenn man den Tod nicht vermeiden kann und wenn man diese Gefahr, die von diesen Angreifern, hier in der Form von diesen Heimbewohnern, wenn man die nicht anders abwehren kann als mit dem Töten des Angreifers. Nur dann hat man in der Regel eigentlich Erfolgschancen auf einen Freispruch, wenn man einen Menschen getötet hat. Also, es muss zum Beispiel die Absicht von diesem Heimbewohner gegeben sein, dass er einen
unbedingt, also dass dieser Heimbewohner oder beziehungsweise dieser Täter seine Opfer unbedingt töten oder sehr schwer verletzen möchte. Das muss gegeben sein. Ja, und dass man das halt irgendwie nicht anders abwehren kann als mit dem Tod des Täters. Ja, und hier, klar, sicher, Emotionalitäten so, der geht auf den Polizisten los, das ist ja alles unschön. Ja, das ist ja logisch. Aber ob man da als Polizist, der sicherlich nur wenige Meter, Zentimeter neben seinen Kollegen stand, der angegriffen worden ist, wirklich so schießen muss, dass der dann getötet wird, der Heimbewohner, finde ich fragwürdig. Aber auch dieser Polizist wird wieder freigesprochen. Wenn das ein Max Mustermann gewesen wäre, der wäre nicht freigesprochen worden. Der hätte zumindest 2 Jahre bekommen auf Bewährung, wie das so standardmäßig ist, ja, da bei solchen Fällen. Das gefällt mir nicht, sowas. Das gefällt mir wirklich nicht. Ja, wie gesagt, ich unterscheide rechtliches und moralisches. Moralisch ist es sicherlich besser, weil der Typ war Matsch in der Birne, wahrscheinlich seit der Geburt an oder was weiß ich, oder seit ein paar Jahren. Ja, Altersschwäche, keine Ahnung, was der für Probleme hatte, das gibt's nun mal. Ja, deswegen war er dann so ein Heim und deswegen sollte er wohl jetzt hier in irgendeine Fachklinik gebracht werden, forensische oder was weiß ich. Ja, aber wie gesagt, man darf nicht, auch nicht als Polizist, auch nicht zur Gefahrenabwehr, einfach so pauschal Menschen umbringen, nur weil die einen mit einem Messer angreifen. Das darf man nicht. Es muss wirklich offensichtlich sein, dass derjenige nicht von dir ablassen wird, dass er dich auf jeden Fall schwer verletzen möchte oder töten möchte und eine Gefahrenabwehr nicht anders möglich ist, als diesen Menschen zu töten. Das sehe ich hier nicht. Also ein Beinschuss hätte auf jeden Fall gereicht. Meiner Meinung nach. Ja, auch wenn man nicht dabei war und das einen so einfach sagen lässt. Ja, ich will mich hier nicht wiederholen, aber ich sage es trotzdem nochmal, ich bin kein Polizistenhasser. Mehr sage ich dazu nicht. Da geht es nur um Logik und Gerechtigkeit. Müsst ihr gucken, das steht heute bei GMX. Ja gut, wenn das Video online ist. Es war halt irgendwo in Bayern irgendwo und Heimbewohner, das müsst ihr halt wenn dann googeln. Ja. Also ich sehe das so, tja, dass das nicht notwendig war, dass man den unbedingt umbringen musste. Und trotzdem wird der Polizist freigesprochen werden. Wenn man das überhaupt dann noch in Nachrichten mitbekommt, was mit dem Polizisten passiert, ob er nun angeklagt wird, ob er ermittelt wird und bla bla bla. Das ist Deutschland.